Hey, Chris. Ja. Ich weiß, dass du was ganz Besonderes machen willst. Aber einen Toten zum Leben zu erwecken, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Aber dass du eine echte Leiche nehmen willst, damit habe ich ein Problem. Ich mein's ernst. Wie soll das ohne Leiche gehen? Dann ist das ja nur Schwachsinn, ein Trick. Das meine ich ja. Du machst Tricks. Und jetzt willst du eine echte Leiche zum Leben erwecken? Lasse ich die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmen? Mache ich auch echte Sachen? Ja. Und ich mache Tricks. Lass uns diese Grenze zum Verschwimmen bringen und... Können wir das nicht ohne Leiche machen? Wenn wir keine echte Leiche haben, merken die Leute das. Wir machen ein wissenschaftliches Experiment und dafür brauchen wir die Leiche. Solange wir sie mit Respekt behandeln. Natürlich. Indem wir dem Tod ins Gesicht sehen, sehen wir, wie wunderbar das Leben ist und dass wir uns das bewusst machen müssen. Wir alle hätten doch gerne noch mal einen Moment mit unseren Lieben. Ich würde meinen Vater so gerne noch mal sehen. Oder meinen Onkel. Oder meine Großeltern. Es geht darum, die Toten zu respektieren und gleichzeitig das Leben zu lieben. Der Tod gehört zum Leben. Darum geht es mir. Das ist schon was anderes, als du sonst machst. Das ist kein Trick. Das ist verdammt nochmal echt. Wir machen das. Das ist was für dich. Kennst du Mark? Nein, hi. Ich hatte gerade eine coole Idee für einen Trick. Sag mir, wie du ihn findest. Okay, stell dich mal dahin. Mark ist ein ganz normaler Typ. Nichts Ungewöhnliches an ihm. Ein ganz normales Bild, auch nichts Besonderes. Ich tue es da so hin. Und dann? Jetzt! Das ist gut. Da ist nichts. Kopflos. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss seinen Kopf zurückkriegen. Jetzt! Gesehen? Schon als Kind waren meine Tricks simpel, aber hatten einen großen Effekt. Die nächste Enthüllung zeigt genau das. Also passt auf. Ich stelle das Brett auf seine Schultern und dann... Jetzt! Boom! Gone! Weg! Check it out! That's crazy! Krass! Cool! Dann tue ich es zurück. Er hebt seinen Kopf. Bam! Bam! Auf die Perspektive kommt es an. Okay. Danke. Sieht heftig aus. Wie Störtebeker. Hallo. Die größte Herausforderung ist es, eine Location und eine Leiche zu finden. Das ist mir etwas unangenehm. Ich versuche, eine Leiche aufzutreiben. Ist das irgendwie möglich? Ich frage mal nach. Vielen Dank. Das wird nicht einfach. So eine Anfrage haben die nicht jeden Tag. Mein Ausweis. Zum Glück muss ich das nicht machen. Moment. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Spiro. Wir sind von Chris Angel Productions. Chris Angel braucht eine Leiche für eine Vorführung. Eine Riesensache. Können Sie uns dabei helfen? Hierher kommen die Familien der Verstorbenen. Also Kamera aus, bitte. Selbstverständlich. Entschuldigung. Jungs, Kamera aus. Oh Mann. Ich brauche einen Freiwilligen. Wer möchte? Du? Glaubst du an Voodoo? Nicht wirklich. Aber naja. Dreh dich mal um. Mit dem Rücken zu mir. Genau. Ich streiche kurz über deinen Arm. Tut nicht weh. Merkst du das? Ja! Yes, I did. Yes. Nimm die Nadel und stich sie irgendwo hin. Wohin du willst. Wherever you want, I want you to poke it, okay?
Stell dich dahin und stich rein. Wohin hast du gestochen? In die Nase? Hier? Oh Gott. Ist das echt? Ja, ich drehe durch. Sag Bescheid, wenn du was merkst. Okay. Scheiße, was hast du gemacht? Scheiße. Nochmal. Kommt her und guck zu. Just one more time. Nur noch einmal. Spiro versucht gerade, eine Leiche aufzutreiben. Das ist schwerer, als wir dachten. Spiro von Chris Angel Productions. Hallo. Aufnahmeleiter. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Unsere Anfrage ist etwas ungewöhnlich. Chris braucht eine Leiche für eine Vorführung. Er möchte einen Toten wieder zum Leben erwecken. Das konnte ich Ihnen nicht am Telefon sagen, dann hätten Sie sich sicher nicht mit mir getroffen. Ich dachte, Sie könnten uns vielleicht eine Leiche stellen. Wäre das möglich? Sowas machen wir hier grundsätzlich nicht. Wir respektieren die Privatsphäre der Angehörigen. Aber manche Leute vermachen ihre sterblichen Überreste medizinischen Einrichtungen für die Forschung. Könnten Sie mir da einen Kontakt herstellen? Ja. Super, herzlichen Dank. Spiro versucht gerade, eine Leiche aufzutreiben. Das ist schwerer, als wir dachten. Spiro von Chris Angel Productions. Hallo. Aufnahmeleiter. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Unsere Anfrage ist etwas ungewöhnlich. Chris braucht eine Leiche für eine Vorführung. Er möchte einen Toten wieder zum Leben erwecken. Das konnte ich Ihnen nicht am Telefon sagen, dann hätten Sie sich sicher nicht mit mir getroffen. Stimmt. Ich dachte, Sie könnten uns vielleicht eine Leiche stellen. Wäre das möglich? Sowas machen wir hier grundsätzlich nicht. Wir respektieren die Privatsphäre der Angehörigen. Aber manche Leute vermachen ihre sterblichen Überreste medizinischen Einrichtungen für die Forschung. Könnten Sie mir da einen Kontakt herstellen? Ja. Super, herzlichen Dank. Was über Vampire? Ja. Hat jemand das Zeug gelesen? Du kaufst es? Das ist für meine kleine Schwester. Dann lass uns was zusammen machen. Das kannst du deiner Schwester dann erzählen, wenn du ihr das Buch schenkst. Okay. Wie heißt du? Eli. Kennen wir uns irgendwo her? Nein. Blätter das Buch durch und halt irgendwo an. Hast du eine Seite? Reiß sie raus. Okay. Good. Gut, das legen wir weg. Sieh dir die Wörter auf der Seite an. Such dir irgendeinen Buchstaben aus einem der Wörter aus und bilde dann mit dem ein neues Wort. Guck dir ruhig beide Seiten an. Gut. Hast du eins? Ja. Gut. Dreh dich um. Wir stellen uns Rücken an Rücken. Ich nehme die Seite aus deinem Vampirbuch. Let me show you what we're gonna do. I want you to turn for me, just like this, back to back. Rücken an Rücken. Ich greife in meine Tasche, nehme ein Feuerzeug raus und zünde die Seite an. Lass das Wort, das du gebildet hast, in deinen Gedanken brennen. Lass es brennen. Now watch. Okay.
Lässt du es brennen? Es brennt. Dreh dich um. An welches Wort denkst du? Kreuz. Quatsch. Es ist eingebrannt. Verarschst du mich? Vampire haben kein Spiegelbild. Kannst du dich sehen? Moment. Meine Güte. Krass. Das war surreal. Er dreht sich um und hat ein Kreuz auf dem Bauch. Ich sehe in den Spiegel und habe ein Kreuz auf der Stirn. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich signiere das Buch für ihn, okay? Und dann lasse ich es vorne bezahlen. Viel Glück.